Der einzige Schutz vor Krebs und Co., vor anderen schweren Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Herzinfarkt und so weiter, der einzige Schutz ist, wenn ihr euch aktiv einsetzen würdet für Gemeinwohlwirtschaft. Und es gibt nur eine einzige Partei, die sich ernsthaft für Gemeinwohlwirtschaft einsetzt. Die Gemeinwohlökonomie beschwört gerade in einem neuesten Video, dass doch die Parteien sich alle damit beschäftigen. Stimmt, es beschäftigen sich viele Parteien damit, aber in den realen Wahlprogrammen und politischen Taten ist von Gemeinwohlwirtschaft noch nichts zu erkennen. Und wie geht das mit dem einzigen Schutz vor Krebs und Co.? Das ist eigentlich ganz einfach. Dieses Wirtschaftssystem, da gehe ich mal besser auf die andere Seite hier. Ah, jetzt bin ich wieder hier völlig falsch. Tja, ja, da muss ich hin. Nein, hier muss ich hin. Also, die Partei des Gemeinwohls, ach so, ja, da können wir sie anschauen, Partei des Gemeinwohls ist ihre einzige Chance, denn Krebs und Co. werden erzeugt durch dieses Wirtschaftssystem. Und sie werden nicht richtig verhindert durch solche Wirtschaftssysteme. Also die pseudokommunistischen Systeme sind zwar nicht direkt, ganz direkt die Treiber, obwohl ein bisschen sind sie auch schon die Treiber der Krebserkrankung. Wenn Sie nochmal dran denken, dass im Pseudokommunismus die Bonzen, die Parteibonzen, die oberen Bonzen, die Honeckers und Co.s, ja quasi sich bereichern auf Grundlage dessen, dass die arbeitenden Menschen irgendwo arbeiten in irgendwelchen giftigen Umgebungen, wo die Luft rausgeblasen wird, in Fabriken, wo Abgase, wahnsinnige Abgase entstehen, ja, weil sich die eine pseudokommunistische Wirtschaft gar nicht in der Lage ist, sich Abgasfilteranlagen und solche Dinge leisten zu können. Da ist die Lunge der Menschen dann der Filter. Ja, also das heißt, also Krebs, Lungenkrebs und andere Sachen werden auch durch den Pseudokommunismus, die pseudokommunistischen Denkmodelle getrieben. Wobei die in erster Linie natürlich wohlstandszerstörend sind. Aber Gesundheit, Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und damit sozusagen Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit zerstört in erster Linie die soziale Marktwirtschaft, auf die mittlerweile alle existierenden Parteien setzen, außer der Partei des Gemeinwohls. Die setzt hier ausschließlich auf Gemeinwohlwirtschaft, das neue große dritte Weltwirtschaftssystem. Die meisten Menschen denken noch in Duellen, also dieses Wirtschaftssystem gegen dieses Wirtschaftssystem. Und der dritte, das Triell, wir müssen denken in Triellen. Und die einzige Schutz gegen Krebs und Co. ist, dass sie sofort die Partei des Gemeinwohls unterstützen, tatkräftig, weil dort alles getan wird. Alles, was krebsfördernd ist, führt zu reduzierten Verdienstzuschüssen für die Firmen oder Personen, die verantwortlich für das Krebsförderliche sind. Und das Krebsförderliche, wir haben Massen von Nahrungsmitteln, die krebsförderlich sind. Unsere giftige Luft, unser giftiges Wasser ist krebsförderlich, alles ist mittlerweile krebsförderlich, ganz viele Produkte sind krebsförderlich, schon wenn man sie berührt und so weiter. Also das heißt, all diese Faktoren reduziert zuverlässig nur und ausschließlich die Gemeinwohlwirtschaft. Ja, deswegen ist also unsere einzige Chance in der Hinsicht ist,
dass wir unbedingt dieses Wirtschaftssystem verlassen, denn das ist ein Krebstreiber und das ist ein kleiner Krebstreiber, wie ich eben geschildert habe. Und das ist der Krebsverhinderer und Herzinfarkt und all die Sachen, ja. Also denn hier werden Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner gemessen und den Firmen als finanzielle Verluste angerechnet. Und dadurch gehen sie entweder pleite oder sie schmeißen alles, was krebsfördernd sein könnte, raus. Zum Beispiel wird ja auch bei Strahlen, manche glauben ja auch, dass dieses 5G zum Beispiel krebsförderlich sein könnte. Das würde durch die Gemeinwohlwirtschaft würde gemessen, wie sich die Gesundheit um jeden dieser Strahlenmasten herum der Menschen verändert. Das würde objektiv gemessen und wenn es wirklich die Menschen kranklicher macht oder beschädigt oder gar Krebs provoziert, gibt es reduzierte Verdienstzuschüsse. Also die Lösung heißt, hier können Sie auf der Homepage auch Neues lesen, wie immer, auf die Partei des Gemeinwohls. Ja, und denn die Partei des Gemeinwohls arbeitet so, dass alles, was Ihrer Gesundheit schadet, bestraft wird finanziell. Während bis im Moment alles, was Ihrer Gesundheit schadet, trotzdem riesige Profite bringt im jetzigen System, im marktwirtschaftlichen System. Ja, also Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft. Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft. Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft. So, gucken wir mal, wie die Themen weitergehen. Riso hat ein Video über Korruption gemacht und schreit regelrecht nach der Partei des Gemeinwohls. Ignoriert sie natürlich, weil die Leute quasi nur alles, aber er sagt letztendlich, ich habe es natürlich nicht im Detail geschaut, aber er sagt wohl, dass es so nicht weitergehen darf, dass es etwas Grundsätzliches ändern muss und die Partei des Gemeinwohls schafft innerhalb von Sekunden die Korruption ab, da die Leistung der Politiker, ja, verstehen Sie mal, die Politiker und die Koalitionsregierung eines Landes als eine Firma und dann wird wieder nur gemessen, wie die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, wie sich das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und da es sich um eine Behörde handelt, auch der Wohlstand, also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, also abgekürzt der Wählerinnen, entwickeln unter der Regierung einer bestimmten Landesregierung, Koalition, inklusive einer Ministerpräsidentin und so weiter. Das heißt, da wird die Leistung in der Partei des Gemeinwohls, wird die Leistung der Politik gemessen, wie weit sie ihr Krebsrisiko erhöht oder reduziert. Ja, eine gute Regierung reduziert ihr Krebsrisiko durch die richtige Politik und eine schlechte Regierung erhöht ihr Krebs- und Herzinfarktrisiko. Ja, das ist eben einfach das zum Beispiel, ihr Herzinfarktrisiko wird erhöht, weil zum Beispiel Frau Klöckner sehr gut befreundet ist mit der Nahrungsindustrie und die kann im Moment die größten Profite machen, wenn sie in ihr alles Zucker reinsteckt und durch den Zucker kriegen sie Diabetes und Herzinfarkt und Krebs und alles Mögliche und damit erhöht diese Politik ihr Risiko, Krebs zu bekommen und so weiter. Ja, und insofern ist auch wieder nur die Partei des Gemeinwohls ihre einzige Chance. Ja, und die Partei, die Basis, die ja am Anfang eigentlich eher noch vernünftig aufgetreten ist und auch noch erkannt hat, dass diese ganzen Maßnahmen auch wieder Teil des marktwirtschaftlichen Systems sind, nämlich auch wieder Körperkontakt unterbinden, die Distanz zwischen Menschen vergrößern
Und jetzt durfte sich eine Frau von der Basis so regelrecht körperfeindlich äußern und sexualitätsfeindlich. Also da kommt jetzt auch dieses ganze Kranke, nämlich dass die Marktwirtschaft natürlich Sexualität und Körperkontakte unterbinden muss, denn die Menschen sollen ja nicht miteinander glücklich sein, sondern sie sollen kaufen. Sie sollen also im Einkaufsgeschäft erst glücklich werden. Shopping ist besser als Sex, ist ja das große Motto der Marktwirtschaft und so weiter. Und jetzt kommt die Basis daher und übernimmt auch quasi, und da darf sich plötzlich auch jemand körperfeindlich und sexualitätsfeindlich im Namen der Partei die Basis ändern. Wird die Basis jetzt genauso marktwirtschaftlich orientiert und genauso körperfeindlich und lustfeindlich und glücksfeindlich und wohlfühlensfeindlich wie die anderen Parteien, ne? Ja, das liegt daran, dass Parteien letztendlich, Partei ist gleich Kampfmaschine. Also das ist unser neuer Begriff. Eine Partei ist eine Kampfmaschine. Vielleicht ist nämlich alles doch mit der politischen Landschaft in Ordnung. In Ordnung im kranken Sinne. Vielleicht ist die SPD einfach eine Kampfmaschine der Sozialspartler. Ja, also Sie kennen unser Bild. Sie kennen unser Bild. Partei des Gemeinwohls. Die Sozialsparten als gefährlichste Sparten. Jede Sparte versucht, vom Gesamtkuchen möglichst viel zu fressen, rauszufressen. Die Sozialsparten als die gefährlichsten Sparten, einschließlich der Arbeitsamtmitarbeiter. Ja, und vielleicht ist eben mittlerweile längst denn der SPD, also der Mindestlohn, den auch die SPD propagiert und auch vor allem durchgesetzt hat politisch, der macht ja nichts anderes, als dass er die Zahl der Arbeitslosen hochhält oder gar noch vergrößert. Ne? Und Sie erinnern sich an das einfache Rechenbeispiel, wenn ein Dönerladen drei Leute beschäftigt, die mit 12 € die Stunde neuerdings dann bezahlt werden müssen angeblich, das wird ja meistens unterlaufen und so insofern ist dann der Mindestlohn nicht schädlich, aber wenn da wirklich 12 € gezahlt werden müssen, steht der Besitzer vor der Situation, dass er 36 € Stundenlöhne zahlen muss und dann noch die Miete und die sonstigen Kosten, die Nahrungskosten und so weiter, dann ist er vielleicht bei 40, mehr als 40 € Kosten, ja, pro Stunde und die Einnahmen liegen vielleicht nur bei 30 € pro Stunde und dann macht er 10 € pro Stunde Verlust und was muss er dann tun? Er muss den Laden schließen, weil er pleite geht, ja. Und so führt Mindestlohn einfach nur dazu, dass immer mehr Menschen potenziell arbeitslos werden oder die Armee der Arbeitslosen erhalten wird, das Ziel Null Arbeitslosigkeit nie erreicht wird und insofern kann man sehen, die SPD wahrscheinlich sind mittlerweile, früher war die SPD mal eine Arbeiterpartei, aber heute hat sie wahrscheinlich, haben die Parteien generell sehr viel mehr Sozialspartler als Mitglieder bekommen. Und jetzt entwickeln sich da die vorteilbringenden Irrtümer. Mindestlohn sei eine soziale Politik, wobei der in Wirklichkeit Arbeitslosigkeit erzeugt, die übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding immer grundsätzlich anklicken und schneller drehen. In doppelter Geschwindigkeit hören macht Spaß, weil ich ja so langsam rede. Ja, also, vielleicht müssen wir es einfach so sehen. Die Parteien sind heute nur noch Kampfmaschinen für Sparten gegen die Bevölkerung, ja. Also die SPD ist vielleicht eine Kampfmaschine der Sozialspartler zur Erzeugung von Kundschaft, nämlich von Massenarbeitslosen, von verwahrlosenden Menschen, die man gewinnbringend und karrieresteigernd verwalten kann als Sozialspartler, ja. Vielleicht sind zum Beispiel die Klimaliste ist vielleicht als Partei einfach nur eine Kampfmaschine für NGOler, also die Sozialspartler der Welt, NGOs, ja, und zwar eine Kampfmaschine für NGOler zur Erzeugung
von Spendenbereitschaften in der Weltbevölkerung. Ja? Und vielleicht sind die Grünen nur eine Kampfmaschine. Hier haben wir bei den Sozialsparten ja auch die Migrations- und Asylsozialspartler, also die, die sich bereichern, wenn es immer mehr Migranten und Asylanten gibt sozusagen. Und vielleicht sind die Grünen einfach nur eine Kampfmaschine für ihre Parteimitglieder, nämlich ein Übergewicht an Asyl- und Migrationssozialspartlern, und die kämpfen jetzt dafür, die Gesellschaft so umzuwandeln, dass eben die Sozialspartler mehr, die Asyl- und Migrationssozialspartler mehr Kundschaft bekommen und sich daran bereichern können. Also vielleicht ist das die neue jetzige Parteienlandschaft. Parteien sind einfach nur Kampfmaschinen für die verschiedenen Sparten der Gesellschaft. Hier, wenn wir hier zum Beispiel die brandgefährliche Alkohol-, Zucker- und Tabakindustrie-Sparten haben, ja, dann sind die Marktwirtschaftsvertreter, die marktradikalen und neoliberalen Marktwirtschaftsparteien wie FDP, CDU und AfD einfach nur Kampfmaschinen für die Alkohol-, Zigaretten- und Süßigkeitssparten, denn die möchten ja weiterhin das Recht behalten, mit Hilfe der Marktwirtschaft die halbe Weltbevölkerung in Zuckersüchtige, Alkoholsüchtige und Tabaksüchtige zu verwandeln und auch noch in Medikamentensüchtige und so weiter. Ja, das heißt, Parteien müssen wir verstehen als Kampfmaschinen für Sparten, weil mittlerweile so viele Leute aus den verschiedenen Sparten Mitglied in den verschiedenen Parteien sind, dass eben eigentlich immer nur noch Politik gemacht wird, die der Kundenerzeugung bestimmter Sparten dient. Und die einzige Ausnahme davon ist die Partei des Gemeinwohls, ja? Denn die wird ja beraten vom Weltrat und den Next Scientists for Future und ist damit sozusagen die einzige Instanz auch beraten, und die sitzen ja auch im Aufsichtsrat, genauso wie der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, der Anwalt der freien Argumentekultur und der Garant der echten Demokratie. Müssen wir vielleicht die Welt verstehen. Ja? Also Parteien sind Kampfmaschinen für Sparten, um die Profite und Karrierechancen der Spartenmitglieder zu vergrößern. Und die Bevölkerung wird durchmanipuliert durch diese vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten. Diese vorteilbringenden Irrtümer haben die Köpfe der Bevölkerung so vernebelt, dass der eine glaubt den vorteilbringenden Irrtum und den vorteilbringenden Irrtümer, und die Wahlentscheidung der Wähler hängt einfach nur davon ab, welche der Manipulationen mit den vorteilbringenden Irrtümern in ihrem Kopf jeweils erfolgreicher war. Wenn sie das Märchen vom Mindestlohn glauben, dann wählen sie halt, was weiß ich, die Linke, weil die für den Mindestlohn von 13 Euro ist und so weiter. Wenn sie all das Märchen glauben, man könne ein Klimaproblem, wenn es denn nun eins gibt, lösen, ohne zugleich eine weltweite parallele Lösung des Problems. Man könne es damit lösen, dass man die deutsche Wirtschaft ruiniert und riskiert, dann der wählt dann halt die Klimaliste und so weiter. Denn die Klimaliste und all diese Dinge, diese führen dann dazu, dass das Klimaproblem dauerhaft erhalten bleibt, weil es ja nicht weltweit gelöst wird. Das kann ja nur der Weltrat. Nur der Weltrat hat die weltweite Lösung parat, niemand sonst. Ja? Und das heißt also, diese ganzen Klimaschreier, da geht es ja nur darum, die Gesellschaft zum Spenden von Spendengeldern zu kriegen, denn wahrscheinlich geht es immer nur darum, dass irgendjemand von den Spendengeldern lebt, ne, und sich bereichert. Ja, und vielleicht ist die Parteienlandschaft so einfach letztendlich auch, und das gilt dann aber auch für die Partei des Gemeinwohls. Es gab ein Video, das ganz klar sagte, ja, im Bereich der Politik verhält sich der Wähler verhält sich wie ein Kleinkind. Der ist auf der psychischen Stufe, wenn es um Wahlen geht, eines Kleinkindes. Er hat eigentlich von nichts eine Ahnung, und wie ein Kleinkind lässt er sich manipulieren von allen Seiten und so weiter und entscheidet völlig irrational, weil auch Argumente ja auch nirgends zählen, ja.
Sogar der Laschet, ja, der, wenn er sich kritisch zum Mindestlohn äußert, dann schildert er noch nicht mal ein argumentatives Beispiel, das aufzeigt, dass Mindestlöhne einfach nur mehr Arbeitslose erzeugen und damit für mehr Kundschaft für Sozialspartler erzeugen. Also das kann er auch argumentativ, ist er auch nicht in der Lage, das dann mal zu erklären, ne? Und auch die FDP kann das offensichtlich argumentativ nicht erklären, ne? Also wir haben ja einfach gar keine freie Argumentekultur mehr, ne? Also, vielleicht läuft die ganze Wahlentscheidung im Moment so, dass Scholz den Wählern ein klein wenig vernünftiger oder ein klein wenig weniger unvernünftig erscheint als Laschet und Baerbock. Und deswegen wählen die Leute jetzt vielleicht SPD. Und vielleicht muss es dann einfach so sein, dass wir gar nicht verlangen dürfen, dass die Wähler alle Argumente, alles von dem Parteiprogramm, der Partei des Gemeinwohls und so weiter, all das verstehen, sondern es reicht, dass den Menschen die PDG, die Partei des Gemeinwohls, ein wenig vernünftiger erscheint als Scholz. Und dann wird sie irgendwann gewählt werden und so nur so kann es gehen. Ne? Aber ja, dann noch ein Ausflug zur Wohlfühlstimme, die ja diskutiert wird, auch in der Partei des Gemeinwohls als neue Wahlstimme. Vielleicht sollte man da keine für den Sterbefall, es ist doch so, wenn jemand vor dem 127. Lebensjahr stirbt, dann ist ja in dem ersten Veranschaulichungsbild, wie es sich auch auf der Weltratsseite befindet, ja dann eben gesagt, so ein Denkmodell wie, dass die Wohlfühlstimme dann auf 7 springt und dauerhaft auf 7 bleibt, solange bis dann für jeden, der vorzeitig gestorben ist. Aber da müssen wir halt aufpassen. Vielleicht sollte man da keine starre 7 machen, sondern vielleicht sollte man so etwas wie den jährlichen Negativwert für den vorzeitigen Sterbefall nicht zu krass machen, damit nicht eine Tendenz entsteht, generell Ältere rauszuekeln als Kunden, sogar im Supermarkt oder in der Arztpraxis rauszuekeln, nur damit man das Risiko des Sterbemalus sozusagen umgehen kann. Also es sollte nicht zu gewaltig sein, die Strafzahlung für einen vorzeitigen Tod. Die sollte vielleicht sich in einem gewissen Rahmen halten und dann sollte es vielleicht auch so sein, damit man wirklich für alles gewappnet ist, sollte vielleicht dann die Wohlfühlstimme, die ja mit 3 bis 4 beginnen soll, also Schulnote 3 bis 4, also als Ausgangsbasis, vielleicht sollte man, es ist ja sowieso nur wichtig, ob was sich verändert, ob ich dem Bundeswahlleiter mitteile, mir geht's jetzt ein Tick schlechter als vorher oder mir geht's ein Tick besser als vorher. Und aber dass wir vielleicht so ein, dass im Computer vielleicht generell nochmal eine 100 davor gegeben wird, also so, dass man mit 103,5 anfängt, sodass auch Leute, die sehr häufig zum Beispiel einen Verbesserungswert nennen würden, dass wir dann nicht plötzlich in die Minus mit den Minuswerten rechnen müssen, sondern dass wir dann eben dann auf 99, 98 runtergehen können. Vielleicht sollte man rechnerisch einfach eine 1-0 davor schreiben, also 1-0-3,5 und mal gucken, das müssen mir die Statistiker sagen, mit was man da am besten dann rechnen sollte. Und generell muss man sich klar sein, es interessieren ja nur die Veränderungswerte und dann für jemanden, der vorzeitig gestorben ist, da wird dann vielleicht jedes Jahr die Wohlfühlstimme um 1, 2, 3 kleine Schritte Richtung negativ verändert und zwar dann auf Dauer, bis dann eben die 127 erreicht sind. Aber wie gesagt, dieser Malus, dieser Negativzuschlag sollte sozusagen nicht so groß sein, dass die Leute alle sagen, wir müssen versuchen, dass wir möglichst keine älteren Menschen mehr als Kunden haben, denn da haben wir dann Angst davor, dass die dann sozusagen
oder als Kunden Mitarbeiter und Anwohner zu haben, damit sozusagen dann nicht zu schnell diese zu großen Strafwerte sozusagen gelten. Aber trotzdem müssen wir natürlich alle Beteiligten natürlich auch dazu motivieren durch Anreize, dass sie alle ein Interesse an der Erzeugung von Langlebigkeit haben. Und insofern muss es natürlich einen gewissen Strafwert geben, aber eben nicht zu gewaltig. Ja? Ja, also, ich fasse noch einmal zusammen die heutige Ultrakurzvorlesung. Der einzige Schutz vor Krebs und Co. ist auch das, was Riso angesprochen hat. Wir brauchen eine drastische Veränderung. Wir brauchen den Wandel weg von den DDR-ähnlichen Wohlstands- und auch gesundheitszerstörenden Konzepten und dem Gesundheit, Wohlfühlen und Langlebigkeit zerstörenden Marktwirtschaftsmodell müssen wir rüber zum Gemeinwirtschaftsmodell der Partei des Gemeinwohls, PDG. Unten anklickbar in der Infobox oder Sie können es auch googeln. Das müsste mittlerweile, wenn Sie alles eingeben, Partei des Gemeinwohls, PDG oder PDG, Partei des Gemeinwohls, kriegen Sie es auch, müssten Sie es auch sofort bei Google finden, ne? Ja, und dann, dass die Basis leider sich immer mehr fehlentwickelt. Traurig, dass eine Partei, die die Riesenchance hätte, da sie einen Monatsetat von 500.000 Euro Mitgliedsbeitrag circa hat, könnte sie mit repräsentativen Wählerstichproben arbeiten und könnte wirklich einen basisdemokratischen Prozess machen, der daraus bestehen würde, dass sie alle Argumente aller Weltexperten sozusagen zu bestimmten Reformen hören würde, zum Beispiel anstatt sich naiv zum Mindestlohn 12 Euro zu bekennen, was die Basis gemacht hat, einfach mal anzuhören, welche Argumente sagen, dass Mindestlohn schädlich ist, weil er ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten ist und ein Massenarbeitslosigkeit stabilisiert oder gar Langzeitarbeitslosigkeit künstlich zusätzlich erzeugt und damit Profite für Sozialspartler erzeugt. Also die Argumente pro und contra müssen einfach gehört werden und dann repräsentativen Wählerstichproben in seriösen Wahlforschungsinstituten vorgelegt werden, die Argumente, und dann dürfen sich diese Wählerstichproben entscheiden, und wenn die dann bestimmte Argumente halt nicht verstehen, dann ist das halt der Nachteil der Demokratie, dass die vielleicht dann zu falschen Entscheidungen kommen. Damit müssen wir dann leben, aber wir haben es dann wenigstens richtig versucht, nämlich alle Argumente den Wählern pro und contra zu präsentieren und dann erst die Basis entscheiden zu lassen, nämlich repräsentative Wählerstichproben, denn wir können ja nicht wegen jeder kleinen politischen Entscheidung immer gleich einen großen Volksentscheid machen. Das ist, dürfte ein bisschen aufwendig sein, ne? Wäre natürlich aber das Bessere noch. Aber ja, also repräsentative Wählerstichproben würden uns da schon sehr viel weiterhelfen, ne? Ja, und das eben, wie gesagt, das neue Verständnis. Wir müssen die heutigen Parteien, außer der Partei des Gemeinwohls, müssen wir sie alle als Kampfmaschinen für irgendwelche Sparten verstehen. Die Parteien sind nicht mehr, eigentlich nicht mehr Vertreter bestimmter Teile der Menschen, sondern es sind eigentlich bestimmte professionelle Sparten und deren Gewinn- und Karriereinteressen. Dadurch, dass einfach sehr viele Mitglieder bestimmter in den Parteien ist eine Häufung bestimmter Herkunft der Mitglieder gibt, Sozialspartler, Gesundheitsspartler, Zucker, Alkohol, Tabakspartler und so weiter. Und je mehr Mitglieder von einer bestimmten Sparte in einer Partei sind, desto mehr setzen sich die vorteilbringenden Irrtümer dieser Personen durch. Und dann wird die Partei zu einer Kampfmaschine für bestimmte Sparten und bringt bestimmte Irrtümer in die Köpfe der Bevölkerung rein und behauptet, dass das sei dann eine menschenfreundliche oder soziale Politik, obwohl sie absolut ruinös ist. Ja, also, deswegen, also, ja, für mich als Mensch gilt,
für mich als Mensch gilt, also entweder ich unterstütze tatkräftig und wir vom Weltrat und der Next Scientist for Future machen das, entweder wir unterstützen tatkräftig die Partei des Gemeinwohls, PDG, oder unser Leben wird weiterhin zerstört, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand werden weiterhin zerstört durch die zwei zerstörerischen Weltmodelle, wo sind sie, die beiden, Marktwirtschaft in allen Varianten, egal ob soziale Marktwirtschaft und alle pseudokommunistischen Konzepte, alle sind sie Zerstörer und die einzigen, die die Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand drastisch mehren, ein riesiges Wirtschaftswunder erzeugen, ist die Gemeinwohlwirtschaft. Also Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft und statt Pseudoplanwirtschaft. Ja, hier dieses Pseudoplanwirtschaftliche, also statt Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft, Gemeinwohlwirtschaft. Das ist die neue Weltfrage, die letztendlich, wonach auch Riso letztendlich ruft und schreit. Ja, tschüssi, bis bald.